Ich bin Jutta Heppekhausen aus Freiburg und gerade in Frankfurt bei dem internationalen Playback-Theater-Treffen. Das hat den Titel Soziale Dialog in einem soziale Dialoge in der Welt eines Umbruchs. Diese Bewegung Occupy, Wall Street Occupy Frankfurt, genauso wie Quinta-M in Spanien, also der 15. Mai, eben die Bewegung der Indignados, der Empörten, die gibt es in ganz vielen Ländern. Wir sind auch da in der Konferenz mit Leuten aus Indien, aus Hongkong, aus Japan, aus lateinamerikanischen Ländern, aus Kuba und sonst was. Und wir beschäftigen uns damit, was gibt es eigentlich für Umbrüche und wie erleben es die einzelnen Menschen, wie orientieren wir uns und wie können wir eigentlich etwas dazu beitragen, dass das ein gesunder Prozess ist, in dem jede und jeder ihren Platz hat. Playback Theater gehört zur großen Familie der Improvisationstheater. Das heißt, wir improvisieren Momente, Gefühle, vor allem fokussiert auf Gefühle, von kleinen Situationen von Menschen. Und das Ganze ist moderiert von einer Person, die den Kontakt herstellt. Und es wird zurückgespiegelt von einer Gruppe von 3 bis 5 trainierten Spielerinnen und Spielern und Musikern. Und die spielen das, was sie gehört haben, die Essenz, das Herz der Geschichte, spontan in dem Moment in ritualisierten Formen zurück. Es hat das Ziel, soziale Gemeinschaften zu stärken, Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen, spürbar zu machen, zu visualisieren und Unterschiede akzeptierbar zu machen. Es ist meistens sehr berührend und es führt dazu, dass Menschen, vor allem auch die eher am Rand der Gesellschaft stehen, eine Bühne haben, die Dinge zu erzählen, die sonst nicht gehört werden. Also es ist eine Bühne gerade für Geschichten, die im gesellschaftlichen Rahmen eher randständig oder tabuisiert sind. Aber einfach ganz normale Geschichten, Menschengeschichten halt. Momentan glücklich, du bist es schwer, viel zu beschreiben. He's just happy. Just happiness. Show him the picture. One picture of happiness. In jedem Leben haben wir eine gewisse kleine Macht, die wir ausüben können, einen gewissen Einfluss. Aber den finden wir erst, wenn wir im Moment mal innehalten, mal durchatmen und schauen, wo kann ich von meinen Visionen in meinem konkreten Umfeld etwas realisieren und wo will ich das und wo habe ich die Kraft dafür. Und wo lässt es vielleicht bleiben, weil ich sie gerade nicht habe, was auch in Ordnung ist. Vielleicht so, dich angeguckt, nicht die Kamera, wünsche ich allen, die es sehen.